Liebe Freunde der ausgeglichenen Corona-Berichterstattung, der gepflegten Presseanfragen und der noch gepflegteren Antworten der Presseanfragen. Wie ihr seht, habe ich hier die Antwort der Dresdner Stadtverwaltung auf, ich glaube, zwei meiner Presseanfragen. Ich habe gerade den Anfang verloren. Ihr könnt sie sehen. Und ich lese einfach mal vor und kommentiere. Sehr geehrter Herr Schäfer, das Gesundheitsamt antwortet wie folgt. Kurze Erläuterung, die Presseanfrage ist ungefähr eine Woche alt, eher länger. Erstens habe ich gefragt, bitte teilen Sie mir nach Kalenderwochen, besser nach Kalendertagen aufgeteilt, die Anzahl der verfügten Quarantänebescheide durch das Gesundheitsamt seit 1. August 2020 mit. Antwort. Die von Ihnen angesprochene Statistik wird in dieser Detailschärfe nicht geführt. Seit Beginn der Pandemie wurden schon mehr als 7.900 Absonderungsbescheide für positiv getestete Personen und Kontaktpersonen der Kategorie 1 erlassen. Kurze Erläuterung: Kategorie 1 ist eine Festlegung des Robert-Koch-Instituts. Ich habe das in einem meiner vorherigen Videos bereits erläutert und habe es gerade nicht auf dem Schirm, was genau das bedeutet, aber es bedeutet sehr nahen Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Die Erhebung der Anzahl der Bescheide wurde jedoch per 15.10.2020 eingestellt. Das ist ungefähr das Datum, wo ich die Presseanfrage gestellt habe, da sie keine Kenngröße zur Bemessung des Infektionsgeschehens ist. Merken, Kenngröße zur Bemessung des Infektionsgeschehens. Ja? Wichtig, Kenngröße des Infektionsgeschehens. Zweitens. In wie vielen Fällen wurde im Quarantänebescheid eine Absonderung innerhalb eines Haushaltes verfügt? Und Frage Nummer 3, in wie vielen Fällen wurde eine Unterbringung außerhalb des Haushaltes bzw. innerhalb einer Einrichtung verfügt? Es ging mir also darum, wurde ein Mensch aus seinem normalen Leben rausgenommen und in ein Pflegeheim oder was auch immer verbracht? Antwort: Als eigene Häuslichkeit zählen auch Altenpflegeheime. Dies ist zu berücksichtigen. Außerhalb der eigenen Häuslichkeit wurden bis dato nur wenige der abgesonderten Personen untergebracht. Meist wurde dann die Absonderung in Krankenhäusern verfügt, um gleich die Behandlung, teils auch aufgrund anderer Erkrankungen, zu sichern. Hinweis: Teils auch aufgrund anderer Erkrankungen zu sichern. Ich nehme an, dort könnte es zum Beispiel um demente Personen gehen. Viertens: Wie viele Personen waren durchschnittlich pro positiven PCR-Test von einem Quarantänebescheid betroffen? Antwort: Hierüber werden keine statistischen Erhebungen geführt. Die Umgebungen variieren in der Größe deutlich. Interessant. Also Minimum und Maximum wurden mir nicht beantwortet. Ja, kann ich verstehen. Fünftens, also meine fünfte Frage: Ist dem Gesundheitsamt bekannt, wie viele Zyklen, in Klammern sogenannter CT-Wert, die Dresdner Labore für die PCR-Test anwenden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie viele im Minimum bzw. Maximum? Antwort: Dies ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt. Ich wiederhole nochmal: Dies ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt. Labore, nehme ich an, arbeiten nach zertifizierten Standards. Ich wiederhole das nochmal. Labore arbeiten nach zertifizierten
verifizierten Standards. Die Angaben sind bitte dort zu erfragen. Darüber hinaus wurde der CT-Wert bis dato vom RKI nicht als konkreter Parameter bestimmt. Es wird daher hauptsächlich bei pflegendem Personal zur Anwendung gebracht, das über einen längeren Zeitraum einen positiven PCR-Test aufweist. Kurze Interpretation bzw. Erläuterung meinerseits. Der sogenannte CT-Wert sagt aus, wie oft eine Probe, die zum Beispiel aus dem Rachen eines Menschen entnommen wurde per Wattestäbchen, vervielfältigt werden muss, damit eine Erkennung, in der Regel ist es eine farbliche Abweichung, also sowas wie Leuchten durch, ich komme nicht drauf. Also du vervielfältigst etwas und irgendwann leuchtet es dann und du erkennst, oh, da weicht etwas von der Normalität ab. Und wenn man also einen PCR-Test macht und eine Probe untersucht, dann ist ungefähr bei dem Wert von 25 dieses CT-Wertes ausgesagt, dass dieser Mensch möglicherweise infiziert bzw. infektiös ist. Und wenn der Wert 25 übersteigt, meinetwegen auch 30, dann ist relativ unsicher, ob dieser Mensch auch tatsächlich infektiös für andere Menschen ist. Dem Dresdner Gesundheitsamt ist also nicht bekannt, wie hoch dieser CT-Wert ist, wie oft also die Labore in Dresden eine Probe vervielfältigen müssen, damit dabei rauskommt, dass dieser Mensch Corona-positiv ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information und die ist dem Dresdner Gesundheitsamt also bis zum heutigen Tage, inzwischen ist der 27. Oktober, nicht bekannt. Und jetzt scheint hier auch die Antwort auf eine zweite Presseanfrage direkt angehängt zu sein. Ich habe es nicht nochmal näher angeguckt, aber es fängt wieder mit Frage 1 an. Wie viele PCR-Tests hat das Dresdner Gesundheitsamt seit 1. August 2020 angeordnet? Antwort: Anordnungen beinhalten unfreiwillige Testungen. Solche Anordnungen hat es bis dato nicht gegeben. Auch das ist eine sehr wichtige Information, die man definitiv im Hinterkopf behalten sollte. Zweitens, wie viele Menschen haben infolge von positiven Tests an Schulen und/oder Pflegeeinrichtungen freiwillig einen Abstrich für einen PCR-Test abnehmen lassen? Antwort: Hierüber werden keine Statistiken geführt. Für symptomlose Kontaktpersonen wird die Testung in Gemeinschaftseinrichtungen angeboten, aber nicht verpflichtend angeordnet. Hintergrund ist, dass ein negatives Testergebnis eine angeordnete Absonderung einer Kontaktperson von 14 Tagen nicht reduziert. Wichtige Information. Symptomatische Personen werden durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte getestet, auch wenn die Symptome in der Quarantäne auftreten. Wie ich finde, auch eine wichtige Information. Drittens, meine dritte Frage in dem Fall, wie viele PCR-Tests wurden in Verantwortung bzw. im Auftrag des Gesundheitsamtes durchgeführt? Wie viele davon an Schulen bzw. Schülern und Lehrern? Wie viele davon in Pflegeeinrichtungen bzw. bei Pflegebedürftigen und Pflegern? Antwort: Eine diesbezügliche Statistik kann aus Kapazitätsgründen nicht zur Verfügung gestellt werden. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Ja, diese Beantwortung hat eine gute Woche, nenne ich es mal, gedauert. Und auch wenn ich nicht wirklich zufrieden bin mit Teilen der Antwort, muss ich sagen, das Gesundheitsamt hat mir geantwortet
Und ich würde das mal eurer Interpretation überlassen. Ich sehe das relativ kritisch, muss ich sagen, weil der Staat mitunter doch sehr weit in unsere Grundrechte, sei es die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Berufsfreiheit, im Zweifelsfall auch in die Menschenwürde und in diverse andere Grundrechte eingreift, die mir gerade nicht einfallen. Bei Quarantäne geht es natürlich auch um die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also inwieweit dürfen da Menschen in meine Wohnung kommen und kontrollieren, ob ich wirklich zu Hause bin und ob ich mein Kind oder wen auch immer abgesondert von der restlichen Familie habe. Ich finde es auf jeden Fall eine recht aufschlussreiche Antwort, auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit den Antworten des Gesundheitsamtes und auch wenn ich nachhaken musste, ich glaube ein bis zweimal, zuletzt am Montag, den 26. Oktober, hatte ich ein Telefonat mit dem Herrn Schuricht, Mitarbeiter im Presseamt in Dresden. Und ich muss im Allgemeinen sagen, die Zusammenarbeit mit dem Dresdner Presseamt ist gut. Also zwischenmenschlich ist es in Ordnung, auch wenn ich mit den Antworten nicht immer zufrieden bin. Und möchte damit mein kleines Video beenden. Ich wünsche euch was.